Hast du noch was Neues gebaut, Romatra, abseits vom Prime Tower oder worum ging es gerade? Nee, es geht hauptsächlich um den Prime Tower, aber Okay. ich weiß halt, bin manchmal ein bisschen stuck mit meinen Ideen, was ich noch so machen kann. Kommt nicht, Also zieht dann nicht mehr so, oder was? generell als Bauprojekt Doch, oder? doch, doch, Sevo. Aber Okay. ihr gefällt mir halt optisch nicht so gut. Was sind da so die Preise für den Prime Tower? Ich hab's noch gar nicht mitbekommen. Was muss man da machen, um da reinzukommen? Ja, Twitch Prime raushauen. Ein Keine Prime Grund-Prime raushauen. Tower. Ein Aber Prime. er sieht echt gut aus. Von außen sieht er wirklich Ja, sehr, sehr nice aus. Und von innen sieht er eigentlich auch ganz nice aus. ein Prime Aber. reicht aus für ein Schild oder so. Ja, genau. Okay. Das ist aber gar nicht so unüblich. Also, das haben Leute auch schon früher gemacht. Ich habe das auch in Crafted Deck 6, glaube ich, zuletzt gehabt, vor 4 Jahren. Also. Guck. Jeder hat sowas schon mal gemacht. Ja, Ja, klar. gut. Also, ich sag mal so, wenn du als Streamer Support bekommst, sei es Donations und ähnliches, dann hast du halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, du kannst halt außer Danke nicht allzu viel machen. Und wenn es halt sich in einem Rahmen hält, wo du was umsetzen kannst, sei es ein Schild in Game oder so, dann war das halt immer ganz nett und die Leute haben sich nochmal extra gefreut. So. Da ist halt, Okay, dann auch wenn mache ich jetzt das nach. jetzt anders. Für jeden Prime Sub baue ich Oh, ein ich Loch dachte, du am willst es Prime nicht Tower mal. ab. Oh, was? Oh. Dann Für wäre jedes doch auch übel abgebaute geil. Schild spreng ich deine komplette Base, Alter. Diese Schilder sind mir heilig. Aber sind hier schon Schilder überhaupt drin? Weil Oder ich ich. weiß ja, was wir bei Sebo bauen könnten, Romatra. Was ist Ich denn? glaube, Sebo will auch unsere Quest versuchen. Willst du auch unsere Quest versuchen? Boah, was ist Ah, das? du. Erzähl erst. Ja, dann ist das ja keine Überraschungsquest Ja, mehr. musst du mal. Ah, moin, Spark. Wie findest du den Turm? Der sieht eigentlich ganz nice aus, ne? Also ich finde ihn vom Design sehr, sehr nice. Du hast doch nicht das Switch-Logo, sondern diese blaue Krone, ne? Ja, Und genau. wo hast du schon die Schilder drin? Oder wo sind die? Weil die unten ist noch Ja, nichts. warte, ich zeig sie dir, ich zeig sie dir, ich zeig sie dir. Ich erkläre das ganz gerne den Leuten. Das ist mein Ja. Lieblings. Wieso lachst du? Ja, Mein komm. Gott. Guck mal, da bin ich doch wieder ganz sympathisch. Ja, warum macht er dann? Zeig mir doch mal, wie du das machst. Erklär das doch noch mal deinem Chat auch. Komm mit. Ja. Du bist hier übrigens auf meinem Zweitkanal. Der Algorithmus hat dich hierher geführt und das wird er wohl nicht jeden Tag tun. Denk dran, auch hier zu abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten werden wir uns nicht wiedersehen. Ich brauch wieder Hilfe von Karl. Der kann so viel besser bauen als ich. Ah, da geht's runter. Okay. Ja, und das auch sortiert. Oh, okay. Machst du das während Na dem schön Stream? sortiert. Machst du das während dem Stream Ja, oder ja. danach? Okay. Mach ich während dem Stream immer. Okay. Also meistens habe ich immer so eine Prime Tower Stunde dann. Weil ich komme Okay. mich meistens. Weil ich habe jetzt zum Beispiel den ganzen Tag die Creeper Farm gebaut und ich habe mit G-Time Forest gespielt und so. Und dann sage ich, okay, jetzt wird sich mal wieder dem Prime Tower gewidmet. Aber das ist dann nicht, das ist dann immer so ein Zehntel vom Stream, würde ich sagen. Okay, gibt es hier einen Unterschied zwischen Leuten, die auf dir und Gold hängen? Haben die noch was Besonderes? Naja, dir, also Gold kriegst du, wenn du ab 5 verschenken kommst du auf Gold. Mhm. Und ab 10 verschenken kommst du auf dir. Ganz einfach. Das ist ziemlich strong. Also, ich habe das damals in Craftwerk so gemacht, weil jeder Sub war irgendwie ein bisschen viel. Ich habe so ab 10 Euro Donation ein Schild praktisch vergeben. Und für Ah, jedes gab okay. es halt eins. Und ja, das war mein Ding damals. Aber es ist halt, du brauchst halt richtig viel Platz. Ich habe es nochmal nach dem Stream dann gemacht, bin ich die ganze Liste mal durch und habe die Sachen ergänzt. Da habe ich so einen ganzen Forest. Unterwassertempel so ringsrum einmal vollgetackert mit Oh, Schildern dann. krank, Alter. Ganz Ja, das wilde ist auch Zeit. ganz cool. Ja. Also, ich sag mal so, wenn wirklich Leute das feiern, auch die Season feiern und so, ich glaube, die würden sich freuen, schätze ich mal. Die Ja, sind für alle Sebo. Zeit verewigt die drin. Und wenn es den Eben, Map-Download richtig. Die geben, stehen für richtig. immer auf dem Primetime stehen sie drin. Richtig, die Map gibt es irgendwann zum Download wieder. Craftac 6 gibt es auch zum, oder ist auch schon längst zum Download, aber auch die Karte sind alle noch da. Ja, aber ich würde den Turm hier noch schöner bauen, aber ich weiß nicht wie, ich weiß Also nicht von wie. Ich außen weiß oder von irgendwie innen? von innen. Ich finde von außen sieht er schon ganz nice aus, weil er halt so groß ist, muss er ein bisschen. Aber Hm. von innen weiß ich nicht, was ich bauen soll. Ich glaube, hier die Fenster halt noch zu mit Glas, wo man rausfliegen kann, oder soll es offen bleiben? Ja, das weiß ich alles noch nicht so genau. Okay, du Ich hatte jetzt könntest. gedacht, vielleicht mach ich. Ja, Also, im mach mal einen Normalfall wäre Vorschlag, ich jetzt brauch. so Stockwerke, die du reinmachen müsstest für Twitch Prime Headquarters. Da sind dann so Villager drin, die arbeiten dann da und bearbeiten die Prime-Subs, die reinkommen. Oh, das wäre witzig. Ja, genau so. Einfach so ein Büro, so ein Office. Unten hast du dann so ein Atrium, weißt du, in der Mitte hast du ja schon diesen Brunnen, den großen, der geht so hoch. Ne? Und dann brauchst du so Aufzüge, wo man dann hochfahren kann in Office 1 auf der ersten Etage. Da sind dann, keine Ahnung, die normalen Primes, in der zweiten die Fünfer-Sub-Bomben, in der dritte dann die, ne? Und ganz oben hast du dann so ein Penthouse vom Chef in so einem absolut luxuriösen Office drin mit so einer großen Glasscheibe zum Rausgucken, wo du von dem Imperium runterstarren kannst.
Nur so als Idee. Ja, das mit den einzelnen Stockwerken klingt eigentlich ganz cool. Das wollten wir am Anfang auch machen. Aber dann meinte Karl, dass diese Säulen hier in der Mitte so sick aussehen. Aber die sind so schlecht beleuchtet und ich weiß nicht, wie ich die beleuchtet kriege. Lichtblöcke. Ja, aber da habe ich mal einen platziert. Das sieht auch nicht so geil aus, weil dann immer trotzdem so. Okay. Da bleibt dann viel trotzdem noch dunkel, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, gut, mehr Lichtblöcke nehmen. Aber ansonsten wäre noch der Gedanke, wenn du das anstatt aus Eis und dem, also den Materialien machst, einfach aus Seelaternen direkt machst. Die sind ja auch so leicht bläulich-weiß schimmernd und selbst noch eine Lichtquelle. Ja, das habe ich probiert. Ich habe sogar Seelaternen gefarmt, aber die sehen scheiße aus, weil die sich nicht so aneinander haben. Weißt du, was ich meine? Die sind so, weil die so alle so, um jede Seelaterne ist so ein Viereck drumherum. Wie wäre es mit Purple Froglights? Aber die haben wahrscheinlich auch, Froglights haben auch so ein Ding um sich rum. Ja, die haben auch so ein. Hier, ich habe die sogar hier unten verbaut, die Purple Froglights. Hier. Okay, ah, okay. Dann mache ich keinen Prime Tower, ich mache einen Sub-Bomb Tower. Willst du bitte in die Prime City stellen? Weil eigentlich, guck mal, ich kann dir mal zeigen, komm mal mit. Guck mal hier, Stegi hat auch schon gebaut hier. Das ist Stegis Prime Berg hier. Okay. Prime Berg? Ja, ich habe dem gemeint, der sollte hier eigentlich noch einen schönen Aussichtsturm hinbauen oder so. Auf Prime City dann. Ja, okay. Also, das ist generell so, dass hier jeder. Kann ich deinen Tower da auch hinbauen? Dein Turm darf nicht größer sein als unserer. Oder du musst ihn halt woanders bauen. Das ist Prime Headquarter da. So. Und du kannst ein Haus bauen. Du kannst ein Prime-Haus daneben bauen. Ja, ich habe kein Prime-Haus. Ich mache wirklich ein Sub-Bomb-Haus. Ist ja in Ordnung. Das ist dann so eine große Bombe mit so einer Zündschnur. Wenn du den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen willst, dann ist das der beste Weg, glaube ich. Also ich hätte es jetzt anders formuliert. Dass du so skrupellos bist, hätte ich halt nicht gedacht, Sebo. Ja. Ich kann ein Flugzeug über deinen Tower bauen. Oh ne, jetzt fang nicht mit Tower und Flugzeug an, das kommt nicht so gut. Oh, stimmt. Weiß ich nicht, ob du da ein Flugzeug neben meinen Turm bauen solltest. Ich weiß auch nicht, ob das. Ich wollte über du. Hallo. Wie wär's denn mit. Was braucht denn eine Stadt? Wie wär's denn mit einem Subbomb-Polizeihaus? Weißt du, was ich meine? Polizei halt einfach. Ja, wer nicht subbt, kommt in den Knast. Genau. Ja, aber dann Du willst deine Sub-Bombs in das Flugzeug neben den Prime-Turm machen. Oh. Holy shit, Sebo. Das ist ja übel. Dann machen wir halt einen Heißluftballon, ist doch egal. Zeppelin könnte wieder geil sein, ja. Nein, Heißluftballon, Zeppelin. Das ist doch. Ja. Der Zeppelin, genau, der fackelt wieder ab. Hindenburg nicht gehört, Alter? Ach du Scheiße, Sebo. Du bist ja echt verrückt. Ein Heißluftballon, kein Zeppelin. Heißluftballon. Ja, okay. Die Hindenburg war kein Heißluftballon. Das stimmt. Vielleicht nicht per Definition, aber technisch ein bisschen. Scheiß drauf, ey. Ich mach hier meinen Kupfer, lass mich in Ruhe, ehrlich. Ja, heute macht Spaß hier. Nichts zu tun haben. Aber hast du nicht noch dein Megaprojekt, was du bauen musstest? Also ich habe den Prime-Turm auch deswegen angefangen, weil ich echt nichts anderes mehr hatte. Ja, das ist. Und weil ich irgendwie. Das unterscheidet uns ja, ne? Ich habe Ideen, hör mal, die reichen bis zum Mond und wieder zurück. Ja. Überall, was ich anfasse, habe ich wieder neue Ideen, weißt du? Aber bei euch war es halt auch so, mit den ganzen Farmen, das war so ein Bulimie-Bauen. Also ihr schmeißt einfach alle Farmen einmal durch und dann am Ende soll ich kurz übel und wissen mehr, was ihr machen sollt. Ja, richtig. Ein bisschen. Und deswegen baue ich mein Gelände da jetzt und auf diesem Gelände, ist ja so ein Firmengelände, baue ich alle Farmen nochmal in klein dahin, einfach zur Übung für mich, damit ich da ein bisschen jetzt mit dem Redstone halt vielleicht mal irgendwann ein bisschen was schnall und einfach so für den Flex. Das ist gut. Da wirst du dieses Jahr mehr Farmen haben als ich, Sebo, denke ich mal. Ja, hoffe ich doch. Ja, ich habe aktuell eine Eisenfarm am Laufen, aber ich versuche halt immer so ein bisschen abzuwechseln. Ich habe immer sonst wieder Farmen gemacht und ich glaube, dieses Jahr übe ich einfach ein bisschen bauen mit Schloss und Bereich und alles Mögliche und Berg und whatever. Also das Ding ist schon recht groß geworden. Ich weiß nicht, wann du jetzt mal rüber geflogen bist, aber ich hänge hier schon wieder. Und ich habe sowas von Ideen, aber mein Kopf explodiert. Ich habe so geil, fühlt sich das dann an, wenn du was fertig hast. Dann kannst du da weiter bauen am Berg. Da geht's runter, da. Ja, das ist geil. Das hätte ich auch gerne. Das hatte ich bei meiner Fläche. Das wurde nicht weniger. Und jetzt ist die Fläche fertig und ist einfach nur geil.
Das schaffe ich aber nur durch die ganze Übung der letzten Jahre. Also ansonsten hätte ich das nicht einfach auch jetzt so bauen können. Ich bin sogar ein bisschen selbst überrascht, dass das so gut hier gerade klappt und so. Weil, also, ich weiß nicht, ich bin begeistert. Mir macht es gerade Spaß.